habe die Technik an meinen Mann abgeschoben, deswegen brauchte ich immer Hilfe und musste immer meinen Mann fragen, ob er für mich etwas macht, und ich habe mich einfach total hilflos gefühlt und es ist nicht wirklich irgendwas vorangegangen. Es wurde in meinem Kosmetikstudio einfach immer mehr Technik. Zum einen hatte ich ein Kassenportal und ein Buchungsportal, wo ich nicht richtig durchgestiegen bin, wo ich immer Hilfe brauchte, um gewisse Einstellungen zu tätigen und ich auch nicht so richtig verstanden habe, wie es funktioniert. Dann hatte ich Social Media natürlich und da wollte ich ja irgendwie auch aktiv sein. Ich wusste auch, dass es irgendwie wichtig ist, aber ich musste halt permanent entweder meine Kinder fragen, meinen Sohn, meine Tochter, ob sie gerade Zeit hatten. Die waren natürlich auch komplett verplant und wollten die sich lieber mit Freunden treffen, als mit ihrer Mutter auf der Couch zu sitzen und denen irgendwie zu helfen. Dann musste ich natürlich meinen Mann immer wieder fragen. Mein Mann war ja auch beschäftigt. Ja? Der hat immer keine Zeit, der hat lange gearbeitet, und abends hatte er auch keine Lust, mich mehr hinzusetzen. Und so ist es oft gezogen und ich musste nochmal nachfragen und nochmal nachfragen. Und es kam auch oft zu Streit zwischen mir und meinem Mann, weil ich irgendwie halt immer wieder nachgefragt habe und naja, irgendwann kann er so, jetzt nerv doch nicht immer damit, ich mach das schon. Und das war halt einfach super ätzend, weil ich mir erstmal total wie ein Idiot vorkam, wie so ein Technik-Legastheniker. Und es ging halt auch nichts wirklich voran. Ich brauchte das ja sofort und ich wollte das sofort machen. Ich hatte auch coole Ideen, aber es ging halt einfach nichts voran. Es hat sich ewig gezogen und irgendwie ist nichts passiert. Ich habe mich dann einfach richtig mit diesem Social-Media-Thema abgemüht, weil ich gar nicht wusste, wo ich richtig hinklicken soll. Und dann stellte sich auch die Frage, was soll ich überhaupt posten? Ja? Und ich habe einfach ewig gebraucht, um einen Post fertig zu machen. Und dabei wollte ich ja eigentlich nur regelmäßig was Gutes posten, das auch richtig machen, ja? Damit ich mich nicht irgendwie blamiere online. Und ich wollte darüber ja auch Neukunden gewinnen, denn Marketing war ja schon wichtig. Ich meine, das war mir ja schon bewusst. Aber es hat alles so, sich so super lang in die Länge gezogen. Und ich habe auch die Postings haben mir dann zum Schluss nicht wirklich gefallen. Ich habe auch gezweifelt, ob es wirklich das Richtige ist. Und wenn ich es dann endlich mal geschafft habe zu posten, dann war das halt, naja, kam nicht wirklich viel Reaktion. Naja, nachdem ich dann wirklich richtig genervt war und eins abends mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass irgendwie jeder mich hier im Stich lässt und mir keiner helfen kann und immer jeder keine Zeit hat, dachte ich mir, das nehme ich jetzt selbst in die Hand. Also bin ich ins Internet gegangen und habe eine Agentur gefunden, die Werbeanzeigen schaltet. Das klang erstmal total super, weil man schaltet Werbung, man bezahlt dafür monatlich und dann wird eben die Sichtbarkeit und Reichweite eingekauft und ich bekomme Neukunden. Also habe ich das gemacht. Das heißt, ich habe Werbeanzeigen geschaltet, das heißt, ich habe bezahlt und bekam Sichtbarkeit und Reichweite. Das war das, was ich immer wollte und auch Neukunden. Nach einer Zeit habe ich aber irgendwie gemerkt, dass ich super viel Geld ausgebe und darüber nicht wirklich irgendwie was kam. Es kamen zwar schon ab und zu mal ein paar Anfragen, die ich angerufen habe, aber Leute hatten nicht wirklich Interesse und haben oft auch Preise verglichen und waren dann auch wieder weg. Das hat mich total frustriert und ich habe das Ganze wieder sein gelassen. Dann habe ich irgendwann mit Freunden darüber gesprochen und mir hat eine Freundin so einen Bekannten empfohlen, der nämlich online postet. Also habe ich den mal angeschrieben und der hat mir gesagt, dass er eben ja jede Woche ein paar Postings für mich fertig macht, Hashtags und einen kleinen Text und das dann auf meinem Social-Media-Profil postet. Das klang eigentlich für mich total gut, weil hey, es postet jemand für mich, es war auch gar nicht so teuer und ich bekomme dafür Neukunden. Also habe ich das gemacht. Aber mit der Zeit habe ich mir das dann so angeschaut, wie die Postings aussahen und dachte mir, naja, irgendwie gefallen mir die Bilder nicht so wirklich, mir hat der Text nicht so wirklich gefallen. Und naja, dann haben wir miteinander gesprochen und er meinte, er macht es nochmal besser, er macht es nochmal anders. Aber auch die darauffolgenden Postings waren irgendwie nicht so richtig, dass ich gesagt habe, ja, das passt irgendwie, das passt auch vor allen Dingen zu mir. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass da auch keine Neukunden drüber kamen. Ich war eigentlich total frustriert nach einer Zeit, weil jetzt habe ich ja schon Werbeanzeigen geschaltet, darüber kam nicht wirklich irgendwas. Ich hatte Social Media Experte, der hat zwar irgendwie Postings gemacht und es sah irgendwie vielleicht auch, naja, einigermaßen ganz gut aus, aber darüber kamen ja auch keine Neukunden. Wie soll denn das gehen? Wie soll ich das denn machen? Alleine kann ich es nicht. Ich habe mich total hilflos gefühlt. Ich habe mich dann auch wieder selber damit beschäftigt, war viel auf Social Media, habe so ein bisschen geschaut, was andere machen und habe natürlich selber auch viel Zeit rein investiert, um ja, da Postings fertig zu machen, um wirklich auch Neukunden zu gewinnen. Habe meinen Sohn auch nochmal gefragt, ja, meine Tochter nochmal gefragt, die hat mir da auch ein bisschen geholfen, weil ich war natürlich irgendwie nicht so richtig zufrieden damit. Und in der Zeit habe ich eben eine Person auf Social Media gesehen, die ihren Kunden zeigt, wie man A, richtig postet und vor allen Dingen auch die richtige Strategie mit an die Hand gibt und vor allem, wie man es selber lernt. Und da dachte ich mir erst so, boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann, weil ich bin wirklich ein Technik-Legastheniker. Ja? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe irgendwie zwei linke Hände, ja, und krieg's gar nicht richtig hin. Ich weiß nicht, wo ich hinklicken soll. Mich überfordert das Thema auch und stresst mich total. Und da habe ich trotzdem gedacht, naja, komm, du hast es schon so viel ausprobiert, frag doch wenigstens mal an und lass dich beraten.
Und da habe ich Testberichte auch gesehen, wo Kunden, da war zum Beispiel eine 60-jährige Kundin, die hatte vorher nicht mal einen Social-Media-Kanal und auf einmal ein richtig cooles Social-Media-Profil gehabt und damit über Kunden gewonnen. Und da habe ich mir gedacht, hey, mal ganz ehrlich, wenn die das kann, dann kann ich das doch auch. Dann kriege ich das doch auch hin. Also habe ich angefangen, damals mit dieser Agentur zu arbeiten. Und es war tatsächlich ganz lustig, wir fingen erstmal mit so einem Check-up an. Das heißt, wir haben einfach komplett alles aufgeräumt, weil ich war ja schon überfordert auch und wusste nicht so richtig, was ich überhaupt machen soll, ob es richtig ist, das, was ich mache. Und das wurde mir von Anfang an eigentlich relativ gut erklärt, mich, worauf es auch ankommt. Wir haben erstmal das Image ausgearbeitet, dass ich in der Außenwirkung gut aussah. Wir haben Keywords eingesetzt. Dachte ich mir vorher, ja klar, macht total Sinn. Ich habe einfach verstanden auch, wie ich Social Media benutzen muss, wo ich hinklicke. Das war auf einmal gar nicht mehr so schwer, weil eigentlich war es gar nicht so schwer, wie ich am Anfang auch gedacht habe. Es war wesentlich leichter, weil es mir genau gezeigt worden ist. Und ich habe relativ schnell richtig gute Postings gemacht. Ja? Und darüber haben auf einmal Leute reagiert. Die haben gesagt, boah, toll, was du online machst. Ich habe von meinem Umfeld und von anderen Leuten, von Kunden gutes Feedback bekommen, die gesagt haben, wir finden es mega, was du machst. Kunden haben mich auf so meinen Social-Media-Profilen, vor allem auf Behandlungen angesprochen und wollten diese buchen, weil sie mich online gesehen haben. Auf einmal hatte ich ganz viele Kunden, die mich online gesehen hatten, über Google, Facebook und Instagram, die mein Profil gut fanden und die wirklich auch die hochpreisigen Behandlungen gebucht haben. Ich war total überrascht, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass wirklich sowas online auch möglich ist. Wir kennen viele Menschen, die genau das Problem haben, dass sie erstens mal jahrelang abhängig sind von Experten, dem Umfeld, Partnern oder Kindern, dass diese ihnen Dinge zeigen, oft genervt sind, nicht wirklich geht irgendwas voran und sie haben einfach Angst, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Sie drücken sich förmlich vor diesem Thema. Und das kann ich nur zu gut verstehen, dass man natürlich sich denkt, ja, wie soll ich das schaffen? Das ist wie so ein großer Berg, den du erklimmen musst. Ja? Und der natürlich auch zu einem gewissen Problem wird, dass du halt in deinem Business nicht wirklich vorankommst. Denn gerade die Technik in der Beauty-Branche für viele Anbieter ist enorm wichtig. Man muss sich irgendwie mit dem Thema früher oder später auseinandersetzen und das auch alleine erkennen. Denn Marketing und auch die Technik ist Chefsache und das bleibt auch erstmal so, solange du keine Mitarbeiter hast. Also früher oder später musst du dich mit diesem Thema auseinandersetzen, um vor allem dein Business lenken, steuern und skalieren zu können. Und viele unserer Kunden kommen zu uns, die teilweise 60 sind, 50, 40, aber auch schon Frauen, die Anfang 30 sind, die nicht in der Social-Media-Generation aufgewachsen sind, enorme Schwierigkeiten haben, die Skills sich anzueignen, die Tools zu kennen, wissen, wo sie hinklicken, was die kleinen Social-Media- oder Technik-Hacks sind, die man eben auch so braucht, um richtig durchzustarten, um richtig zu skalieren und vor allen Dingen auch die richtigen Kunden zu gewinnen. Denn das, was zu machen, ist das eine, aber wirklich Premium-Kunden davon zu überzeugen, zu gewinnen, ja, aus seine Kanäle zu holen, aber auch, dass diese Termine buchen, das ist etwas völlig anderes. Und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, ja, wie wir dir Technik zeigen können, Schritt für Schritt, dass du dir das sogar selber zutraust und es für dich ein Klacks wird, ja, dann sprich mit uns darüber. Geh einfach auf unsere Website, trag dich mal für ein unverbindliches Erstgespräch ein und zusammen gucken wir uns ganz genau an, wie du dieses Technikthema endlich für dich meisterst. Ich freue mich auf dich.